Bei der Militärparade in Moskau zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland hat der russische Präsident Wladimir Putin dem Westen vorgeworfen, einen Krieg gegen Russland gestartet zu haben. Putin warf dem Westen in seiner Rede am Dienstag vor, den Zusammenbruch und die Zerstörung unseres Landes als Ziel zu haben. Außerdem hat der Kreml-Chef den Angriffskrieg gegen die Ukraine zunehmend als existenziellen Konflikt dargestellt und als Verteidigungsmaßnahme Russlands gegen eine angebliche Aggression des Westens. Nach der kurzen Ansprache des russischen Staatschefs marschierten Tausende von Soldaten mit russischen und sowjetischen Flaggen auf den symbolträchtigen Roten Platz in Moskau. Die traditionellen Feierlichkeiten zum 9. Mai sind in diesem Jahr von den Rückschlägen der russischen Streitkräfte in der Ukraine geprägt. Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe. Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine, mahnte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg.